Dienstagmorgen in der Regensburger Innenstadt. Seit 55 Jahren sperrt Waltraud Ernst hier ihren Laden auf. Ein wahres Bürstenparadies. Die 81-Jährige ist eine der letzten echten Bürstenbinderinnen. Und langsam wird's Zeit für eine Nachfolgerin. Sophie Jäger ist ihre Enkelin. Bald soll sie die Bürstenmanufaktur Ernst übernehmen. Hat sie sich das gut überlegt? Gut überlegt ist vielleicht das falsche Wort. Es war mehr spontan tatsächlich. Es hat mir gerade eigentlich super in mein Leben gepasst. Und ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich tatsächlich. Eigentlich hat die 21-jährige Sophie eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin gemacht. Seit letztem Herbst hilft sie im Laden aus. Die Werkstatt hinten ist bislang Omas Reich. Bürsten selber binden kann Sophie nämlich noch nicht. Das soll sich ändern. Heute ist ein klassischer Wischer dran. Waltraud Ernst zeigt ihr, wie es geht. Es darf nicht zu viel sein und es darf auch nicht zu wenig sein. Weil wenn es zu wenig ist, dann gafft es. Und wenn es zu viel ist, ja, dann bringt man es nicht rein. Weil das Loch muss ja voll sein. Sophie muss die richtige Menge an Fiberfasern abtrennen. Das Bündel durch die Löcher ziehen und dann mit dem Draht fixieren. Normal tut man das von unten so, von unten nach oben. Ja, das ist die Schwierigkeit, weil ich Linkshänder bin, dass ich halt das andersrum irgendwie machen muss. Da muss man das lernen so. Wird schon. Kein Meister ist von Himmel gefallen, ne? Nach jeder fertigen Reihe müssen die Borsten auf eine Länge gebracht werden. Das macht die Oma aber erstmal lieber allein. Jetzt kann Sophie die restlichen Borsten einfädeln. Doch da? Ich hab mein Draht abgerissen. Naja, ist auch kein Problem. Na, dann man halt wieder zusammenbinden. Und dann tut man da wieder rein. Und dann kann man das Ding abdrehen. Nach einer knappen Stunde sind die Borsten im Holz. Und? Es hat wunderbar gemacht. Wirklich, es wird immer besser. Schön voll alles. Ne? Weil wenn so Löcher drin sind, ist es auch nicht schön. Aber so passt es schon. Der Wischer war noch relativ leicht. Für später hat sich Waltraud Ernst noch einen kniffligeren Besen überlegt. Jetzt muss Sophie die Holzteile vom Wischer noch leimen und zusammennageln. Aber Kundschaft. Stammkunde Werner braucht einen Fußabstreifer. Yes. Lass es stehen, brauchst nicht mehr mal ab da. Ich nehme den Bock. Mhm. Ja, weil ich selber ein alter Bock bin. Sehr strapazierfähig. Ja. Tritt sich auch nicht schnell. Ja, hat auch unten einen guten Boden. Ja. Gut, was kostet der? Da muss ich meine Oma fragen. Ja, fragst Oma. Bei der Oma habe ich früher aber gekauft. Waltraud Ernst weiß es natürlich. 39,95 für die Fußmatte. Werner ist zufrieden. Seit vielen Jahren geht er zum Bürsten Ernst. Einfach, dass das nur ein Laden ist, so wie früher. Und dass in erster Linie Natursachen verbaut werden und verkauft werden. Nicht wie überall Plastik. Und das ist einfach super. Der gute Kontakt zum Kunden ist wichtig für das Traditionsgeschäft. Auch das will gelernt sein. Das war anfangs eigentlich das, wo ich Angst hatte, dass ich mich nicht auskenne, dass ich den Kunden nicht weiterhelfen kann. War auch am Anfang so tatsächlich. Aber dafür arbeite ich sehr eng mit meiner Oma zusammen. Ich habe einfach zugehört, habe mir gemerkt, was sie zu welchem Produkt erzählt. Und dadurch, dass man eigentlich im täglichen Verkauf sehr oft das Gleiche verkauft, kann man den Leuten dann einfach sehr schnell was erzählen. Durch Reibung lädt sich das Ziegenhaar auf, ist staubmagnetisch. Mhm. Und wenn sie es einfach liegen lassen, dann entlädt sich das. Und dann einfach am Balkon oder aus dem Fenster ausstauben. Super. Ist genommen. Bürsten Ernst ist seit jeher in Familienhand. 1894 gründet Peter Ernst den Laden. Waltraud Ernst zieht mit ihrem Mann Johann 1967 dann in die Glockengasse um. Sie sind die dritte Generation. Eigentlich soll ihre Tochter Caroline übernehmen, Sophies Mutter. Aber sie stirbt vor 2 Jahren. Es ist traurig, aber wahr. Meine Tochter ist verstorben.
Ich habe alles auf sie gerichtet gehabt. Alles auf sie. Und, ja. Und jetzt ist natürlich die Sophie da. Und macht das recht schön. Ich finde die Tradition eigentlich wirklich wunderschön. Also auch das dann weiterführen zu dürfen, ist ja wirklich schön. Also es freut mich selber. Seit 128 Jahren gibt es alles Mögliche beim Bürsten Ernst zu kaufen. Bürsten, Besen, Pinsel. Rustikal, kurios, elegant. Manches kauft Waltraud Ernst an. Vieles wird noch selbst gemacht. Wie etwa dieser Hirtenstab aus Rosshaar. Den soll Enkelin Sophie gleich zum ersten Mal selber binden. Jetzt passt es so. Die spezielle Form vom Hirtenstab macht es besonders anspruchsvoll. Hier. Da sind die Löcher ganz, ganz klein und ganz, ganz nah beieinander. Da wird es dann schwierig, dass man keins übersieht und auch, dass man das richtig durchfädelt. Waltraud beobachtet ihre Enkelin mit Adleraugen. Schaut sehr gut aus. Natürlich sehr langsam, aber ich soll so. Lass mich ein bisschen üben und dann wird's schneller. Ja. So ganz kann Oma die Finger nicht weglassen. Es geht schon. Ja, Schäher kommt schon raus. Schwierig da, einfach nur zuzuschauen, oder? Fällt mir sehr schwer. Weil ich es auch anders mache als sie. Die Handgriffe sind bei mir anders, weil ich es nicht kann. Deswegen. Und sie will mir eigentlich gerade, ich merke das schon, sie will es mir anders aus der Hand nehmen und mir zeigen, wie es geht. So lerne ich es. Anders lerne ich es nicht, wenn du es mir mal aus der Hand nimmst. Ist klar. Am Ende übernimmt Waltraud Ernst dann doch das Ruder. Problem gelöst, gell? Und jetzt tun wir das ab dran. Und? Gelungen? Ja. Sehr stolz. Kannst du sehen, hast du sehr schön gemacht. Schön gleichmäßig. Passt schon. Ein bisschen fehlt noch die Routine beim Bürstenbinden. Doch das macht Sophie an anderer Stelle wieder wett. Ihre Idee? Den Bürstenernst auf Instagram bringen. Ich denke, vielleicht ein bisschen die jüngere Generation da auch mit einbinden, dass einfach Leute auch Bescheid wissen, was wir für Produkte haben, dass wir nicht nur Bürsten haben. Wir haben die Seifen, die habe ich jetzt mit reingebracht. Zum Beispiel, wir haben auch Conditioner und Shampoos, was wir davor nicht hatten. Ja, so viel Bürsten. Ja, meine liebe Frau. Weiß Waltraud Ernst, was Instagram ist? Da tue ich mich nicht befassen, da habe ich meine Enkelin. Die ist da mit diesen Sachen da firm. Und sie macht es ja recht schön. Muss ich schon sagen, sie hat das alles drauf. Ja, so sieht Teamwork aus. Und damit wird es wohl auch in Zukunft handgemachte Bürsten aus Regensburg geben.